Nun denn, lasst uns weiter vorrücken. Hier, Achtung, Vorsicht, versucht, diese Falle zu umgehen. Mal schauen, was uns weiter erwartet. Ich bin gespannt, ob wir das Schwert dieses Geistes finden und am Ende, was es damit auf sich hat, ob wir ihn erlösen können von seinem untoten Dasein. Ja. Was denkt ihr? Was denkst du, Lydia? Ist das hier eine Art Symbol der Abgeschworenen? Was ist mit Inigo? Kommt er nicht? Ich hoffe, er löst die Falle nicht aus. Aufgepasst! Ja, ob wir hier vorbeikommen? Wir müssten... Ne, kommen wir nicht vorbei. Ohne, dass wir auslösen müssen. Kommen wir nie vorbei, oder? Mal ganz langsam vorbeigehen? Denkt ihr? Aber Lydia macht ja Spektakel. Ja, ist ja klar. Was? Könnte es sein... Oh, jetzt kommt Inigo. Oh Gott, da kommt nochmal Inigo. Wenn, wenn sie es jetzt nicht gehört haben, dann haben sie es nie gehört, ne? So, hier haben wir schon mal ein bisschen aufgeräumt. Ja, die Frage ist, ob wir nicht vielleicht unseren Bogen anlegen sollten. Zieh! Lydia, das ist nicht sehr ladylike. Oh, das wäre natürlich genial, die von hinten zu erwischen. Ne? Aber da hätten wir dann vielleicht doch mit unserem Bogen... Na, verklärt. Was war das? Ich muss mich heilen. Oh, die war nicht ohne, ne? Ah, die hat uns wirklich... Die Frage ist, hat sie uns gehört? Oder hat sie... Oder hätten wir doch mit dem Bogen... Ja, wir hätten mal probieren können, ne? Auf alle Fälle, wenn wir in die Talmor-Botschaft gehen, dann irgendwann... Dann müssen wir aufpassen, ne? Dann werde ich auf alle Fälle die... beiden hier nicht mitnehmen. Was haben wir hier? Das passt ja perfekt. Die Wahnsinnigen. Ja, genau. Absolut wahnsinnig. Die Abgeschworenen. Obwohl, es ist ja eigentlich nur eine Stammesgemeinschaft. Sind die wirklich... Wie sind die? Sind die wirklich so wahnsinnig? Arkturische Häresie? Von was geht's denn da? Almalexia, das kommt mir bekannt vor, Almalexia. Ich weiß es noch nicht. Es hat auch was mit Reach zu tun. Aha. Ah, vielleicht kann man es irgendwann mal lesen und verstehen ein bisschen mehr. Ach, I'll need to bathe thoroughly to get this stench off me. Aha, von der Geschichte. So, ich möchte hier gar nicht so viel mitnehmen. Wir gehen hier, glaube ich, rauf. Und durch. Aber ich schaue trotzdem noch mal in die Kisten, weil ja, wir könnten auch mal, um ehrlich zu sein, ein bisschen irgendwas ranmachen, ne? Oh, jetzt haben wir aber wirklich was für Latoria. Weil hier drin können immer Scharniere sein oder Glas oder Schloss. Zeit ist gar nichts. Danke. Salz nämlich. Ja, wir brauchen, also ich sage euch,
das ist komplett nutzlos. Wirklich completely nutzlos. Leider, leider, leider haben wir ein riesen Problem mit Deepwood Vale. Ich glaube, das ist auch noch interessant für eine andere Queste. Insbesondere ist es natürlich interessant für unsere Queste mit dem Schwert für den Geist. Ich habe auch nochmal jetzt nachgelesen. Anscheinend bin ich nicht der Einzige, der das Problem hat. Welche Mod hier dafür verantwortlich ist, dass ich hier nicht reinkomme, ne, dass er mich crashen lässt, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ich müsste alle Mods rausschmeißen, denn die einzige Lösung, die ich dafür gefunden habe, war alle Mods raus und ein neues Game installiert. Dann ging es wieder. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das ist das Einzige, was ich hier nicht machen kann. Ich kann hier jetzt im Grunde nur bescheißen und hoffen, und wir müssen das wirklich sehr hoffen, dass das der einzige Zugang ist. Ich bin ein bisschen überladen. Lüder, da musst du, ich bin müde, musst leider noch was von mir tragen. Dass das der einzige Zugang ist, der nicht funktioniert. Wenn es dann noch mehr sind, wenn es vor allen Dingen dann Dinge sind, die essentiell sind, wo wir nicht reinkommen, dann haben wir ein Riesenproblem. Sieht gut aus, ne? Habe ich noch gar nichts gesehen hier oben. Don't worry. I'll play my part. So, wir werden aber jetzt das Schwert hier aus ihr bergen. Und Lydia wird ein bisschen unsere Last abnehmen. Ich bin direkt hinter euch. Danke. Geht ihr voran. Danke, Lydia. So, ja. Und dann gehen wir jetzt, versuchen wir uns zur Talmor-Botschaft durchzuschlagen, ne? Keine Ahnung, wo das genau ist. Hoppa. Bin mir da echt nicht sicher, was hier durch, ja, ne? Und hier war, glaube ich, hier unten. Ich glaube, da ist auch noch irgendwo eine Falle hier. Ja, hier. Genau. Oh, unser Feuerchen ist aus. Schau an. Ich wollte mich eigentlich noch mal ein bisschen wärmer, bisschen warm, denke ich. Na gut. Schön ist nicht, aber so müssen wir uns halt ein bisschen behelfen, ne? Sag mal, mein Freund hier. Nee. Ich hab gedacht, du bist ein Elch, der... Oh, warte mal. Hier ist nicht zufällig noch... Nee. Aber hier ist ein Heiltrank. Ja, da übersieht man natürlich einiges. Ne? So, wir sollten jetzt mal schauen. Aber wir gehen erst nochmal zu dem Feuer hier hin. Und dann können wir schauen. Ne, halt, hier unten. Wir müssen hier rauf. Gibt es dazwischen? Ja, wir versuchen jetzt hier auf die Straße zu kommen. Erstmal. Dann schauen wir nochmal. Oh, hier. Schaut mal hin. Da ist allerhand gespickt. Ja, auf die Straße. Ist die da unten? Ja, wir sind... Oh, wir sind genau auf der Straße. Hätte ich jetzt nie gedacht. Ja, es ist halt, wenn man so viele Mods drauf hat, wie ich drauf habe,
dann kann man einfach nicht alles... Dann kann man einfach nicht alles absehen, ne? Was dann... Wenn dann dazwischen ein Problem ist, dann hast du... Dann im Grunde kannst du nur noch aufgeben. Wenn dann gar nichts mehr geht, wir müssen dann... Hier vorne ist die Straße. Was war das hier? Der Zug schlossen. So, hier haben wir eine Straße, ne? Ich schaue jetzt nochmal. So, nee, wir... Ja, ist die Frage jetzt, ne? Wie gehen wir am besten? Ja, wir gehen hier hinten rum. Zur Reiffelsenhöhle und gehen hier hinten rum. Versuchen es halt, ne? Ich lasse meinen Mann draußen stehen. Und wir hoffen das Beste. Ob wir ihn befreien können. Ja, es wäre natürlich echt doof. Es wäre echt doof, wenn... Wenn wir dasselbe Problem nochmal haben... Ich hatte bisher noch kein einziges Problem, dass ich irgendwo einen Absturz hätte. Ne? Deswegen macht es mir schon ein bisschen Sorgen. Ach nee, wisst ihr, was das dort ist? Ich kann mir vorstellen, das ist nicht auf alle Fälle nicht die Botschaft, oder? Oh, hier ist es aber sehr kalt. Wir müssen jetzt irgendwie nach rechts drumrum. Hier ist natürlich sehr kalt jetzt. Ich bin jetzt wirklich wahnsinnig gespannt, ob wir in die Botschaft reinkommen. Ja, ich gehe jetzt hier runter, ne? Ich schau nochmal. Ein Stoßgebet. Zurain. Das ist da drüben doch, ist es nicht? Die Vampirfeste? So, und hier ist der Teil, hier sind wir richtig, ne? Ich muss euch leider hier draußen lassen, meine Freunde. So, die sind sowieso nicht da. Ich brauche meinen Bogen. Aha. Die Frage ist jetzt, wann sehen die mich? Ah. Ah, schade. Ah. So. Bin ich jetzt? Ja. Jetzt ist die Frage, wo sind meine Begleiter, ne? Oh. Verdammt. Eine Katze. Wir kommen von der falschen Seite. Da drüben kommt Inigo. Inigo, mein Guter. Wo ist denn Lydia? Hör mal, Inigo, du musst hier bleiben. Ihr müsst hier draußen bleiben. Are you okay? Es tut mir echt leid. I will be here when you return. Ah, sucht euch eine warme Stelle. Irgendwo. Wenn ich noch wüsste, wo jetzt Lydia ist. Wäre es natürlich super. Und vor allen Dingen dieser blöde... Wo ist Lydia? Lydia müssen wir natürlich auch draußen lassen. Denkt ihr, wir können uns hier vorbei... Wenn Lydia kommt, die haut alles in Klump und... Ach, das muss jetzt gerade von der Seite, ne? Sehr kalt, juhu. Hungrig und müde. Das können wir noch... Okay.
Das ist sehr kalt, das ist blöd. Der sieht uns, oder? Ah, wir sind gar nicht mehr. Wieso sind wir eigentlich nicht mehr? Hä? Wieso sind wir... Lydia? Wieso bin ich jetzt... Bin immer noch da. Wie ihr wünscht, Tane. Warte mal hier. Lydia, wieso bin ich jetzt nicht mehr... Lydia, könntest du dich wehren? Warte mal kurz. Also, wenn ich jetzt nochmal... So, jetzt bin ich wieder unsichtbar, richtig? Jetzt nicht mehr. Aber... Warum? Jetzt bin ich wieder sichtbar. Oder ist es... Hat es was mit Magie zu tun? Nee, meine Magie ist voll. Oder hat es was damit zu tun, dass ich Erfrierungen habe? Ah, echt. War hier nicht irgendwo eine Höhle? Ah, hätte ich ja die mitnehmen können. Hier war doch irgendwo eine Höhle. Ist natürlich blöd jetzt. Es wäre so schön gewesen, sage ich euch. Ich weiß, dass hier eine Höhle war in der Nähe, wo wir untergekrochen sind für einen Moment. Jetzt habe ich die natürlich da hinten gelassen. Da hätte ich die auch in der Höhle lassen können. Ah, ich weiß. Hier war die Höhle. Ah, hätte ich sie mitgenommen, ne? Na gut. Also ich glaube ja, dass der Mantel tatsächlich nur für eine bestimmte Zeit wirkt, egal wie auch immer. Wir haben das noch gar nicht ausprobiert. Wir schauen mal, wie lange der wirkt. Aber dann haben wir trotzdem ein Problem, ne? Wie lange wirkt der? Ich meine... Jetzt wirkt er noch, ne? Ja, es ist schon ein bisschen... Die Frage ist, ob das irgendwas, ob da irgendeine Komponente eine Rolle spielt, wie lange wir... unsichtbar sind. Nee. Zur Zeit. Probieren wir es noch. Gehen wir raus. Probieren wir es. Unser Glück. Na, pass auf, dann schauen wir. Wir schauen uns erstmal trotzdem nochmal um. Drumherum um. Also, ob es da vielleicht noch irgendeinen Geheimweg reingeht.
Ist auch ganz gut, wenn es jetzt Nacht ist. Schauen wir noch, wie es hier hinten aussieht. Ob da vielleicht irgendwo ein Weg reinführt, den wir nicht kennen. Hier nicht, ne? Oder? Ist ja irgend so ein geheimer Weg. Ich kenne mich halt nicht aus hier. Die Queste, ich glaube, da sind wir... Die hatten wir, glaube ich, schon mal gemacht. Oder sind wir einfach reingestürmt. Jetzt friere ich schon wieder. Was? Gescheitert? Warum? Was? Ist so, sieht er uns. Wenn ihr hier fortgehen würdet. Wer ist da? Der man's gehört, ne? Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Ich komme nur mit dem Schlüssel rein. Ich komme hier nur mit dem Schlüssel rein. Nein! Die Idee war gut, die Ausführung eher mäßig. Das wird nix mit uns hier. Vielleicht finden wir ja noch irgendwann einen anderen Weg. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder, also wir kommen hier nicht rein. Ihr habt gesehen, da hat gestanden, Quest gescheitert, wenn ich so reingehe. Und man findet auch keinen Schlüssel, ne, dass man reinkommt, weil es ja abgeschlossen ist. Tja. Wir haben jetzt alles hier probiert, Thorell zu befreien. Vielleicht gibt es noch einen Weg, ohne dass man sich durch die Talmor durchkämpft. Aber momentan wüsste ich keinen. Achso, warte mal. Lydia, gib mir nochmal ein Feuer. Achso, ich habe keine Magie mehr, wie immer. Alles klar. Sonst hätte ich gesagt, ich probiere nochmal den einen Zauberspruch, der einen ein bisschen aufheizt. Ich bin mir echt nicht sicher, um ehrlich zu sein, ob unsere Rüstung irgendwas bringt. Wir werden wahrscheinlich gleich da niederfallen und dann bin ich mal gespannt, wo wir wieder aufwachen. Sag mal, was ist denn das da drüben? Jedenfalls ein Feuer. Vielleicht schaffen wir es noch bis zum Feuer. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nach Einsamkeit irgendwie. Oh, ich wollte eigentlich nicht mit dem Drachen kämpfen. Ich hoffe, er kommt nicht. Können wir uns ein bisschen aufwärmen? Ja, schön. Dass wir uns wenigstens erstmal ein bisschen aufwärmen. Da drüben ist nämlich Einsamkeit. Irgendwie. Und dann... Na, waren wir schon mal bei dem Schiff hier? Ja, ne? Bestimmt. Und dann gehen wir nach Einsamkeit. Ein Stoßgebet.
Zurain. Ich bete. Ich bete geht, glaube ich, besser. So, lass. Wir gehen. Moment, das ist doch nicht Einsamkeit hier. Was ist das? Hä? Was ist denn das? Hier? Moment, das ist neu. Was ist das? Weißstein? Das sagt mir gar nichts. Ist ein bisschen schön, aber... Wo habe ich denn das her? Was habe ich denn da? Bruderics Bücher? Moment. Wo ist Bruderic? Ich kenne, um ehrlich zu sein, das kenne ich ja nicht. Was habe ich denn da drauf gemacht? Das ist ein, ach, das ist eine Druckerpresse. Ja, wir sind mitten in der Nacht da, ne? Gibt es hier eigentlich... Oh, da ist niemand. Gibt es hier auch ein Gasthaus? Wir schauen mal, ob es ein Gasthaus gibt. Enigo? Lass mir mal ein bisschen... Excuse me, my friend. Ja, kein Problem, kein Problem. Und? Übernimmst du das Geschäft, Lydia? Wir schauen... Das wird sicher interessant. Wir schauen zumindest mal, ob es hier... Ganz ideal scheint es nicht zu sein. Aber es sieht... Herrenhaus Weißstein. Wow. Da ist ja ganz schön... Wellengang, ne? Gibt's hier... Aber es sieht... Es sieht größtenteils aus... gut aus. Was ist das hier? Uhrenturm. Okay. Ich finde es ganz nett gemacht. Von der Atmosphäre her. Schlafbaracke von Berg. Hier, wartet mal. Trade. Ja, hier. Hier haben wir wieder ein Problem. Weißstein. Muss ich nochmal mir anschauen. Dass wir das anständig machen, weil es gefällt mir sehr gut. Handelshaus, okay. Wir haben so Häschen gefangen. Was ist hier? Gildenhalle der schwarzen Seele. Wow. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Es sind ein paar Fehler sind drin. Ah, hier, das könnte auch ein Fehler sein. Oder auch nicht. Kann aber sein, dass man einfach hier rauf kann. Wir müssen aber schlafen, über kurz oder lang. Ich finde es sehr an... Ah, ne. Ah, doch, man kommt noch rauf. Oh. Oh, ist echt ein bisschen schön. Aber das müssen wir nochmal schauen, mit was das kollidiert hier, ne? Mit irgendwas kollidiert das Ganze. Ich sehe kein Gasthaus hier. Weißstein. Also, mal überlegen. Also, mal... Muss ich mir mal... Hier
Hier haben wir ein klitzekleines Problem. Machen wir wieder zu. Nicht, dass die rausgehen. Aufgepasst. Oh, danke. Ich muss mich heilen. Ah, das ist ja nicht ohne, ne? Die Wölfe. Wir müssen unbedingt unsere Überredungskunst. Hier ist auch, ne? Hier sind echt... Ihr merkt, da gibt es immer ein bisschen Probleme. Es kann auch an der Wintermod liegen, davon abgesehen, am dynamischen Schnee. Das ist auch möglich. Das ist dann, wenn wir dann Frühling haben, dass es eher passt. Aber ich glaube, das ist ein größeres Problem hier. Mal schauen. Warte, wir gehen nochmal. Wo habt denn ihr... Ihr habt doch hier irgendwo Feuer gehabt. Ich muss mich nochmal kurz wärmen, wenn... Hier. Hey. Nicht wärmer, okay. Na, dann probieren wir es. Das war... Obwohl, wir könnten nochmal rein irgendwo. Was ist das hier? Wache. Vielleicht haben die ja... Ja, sehr schön. Können wir eigentlich was kochen? Nee. So, ich wärme mich auf. Hört ihr? Man hört zwar was, aber vielleicht über uns, ne? Könnte es sein. Stell dich halt nicht immer auf die Stühle drauf, meine Gute. So, da werden wir wieder aufgewärmt. Sehr schön. Lydia, setz dich nicht. Wir gehen nach Einsamkeit ins Museum. Wow. Aber voll reingerannt. Weißstein. Okay. Oh. Hier ist ein Horker. Aber schön, wie er sich entlang schlenkt. Hier hat es jemanden dahin gerafft. Wisst ihr, was wir machen? Wir kaufen uns in Einsamkeit... Schau mal hin, hier die ganzen Horiker. Sind doch Horiker, oder? Hoppa. Die kämpfen. Ist trotzdem noch ein ganz schönes Stück. Hier müsste die Höhle sein, ne? Wir gehen mal oben entlang. Boah, hier ist aber auch kalt. Bin mir gar nicht sicher. Wir kommen schon auf Einsamkeit, oder? Wenn wir hier die Straße entlang gehen. Da war die eine Höhle, wo Inigo verschwunden ist plötzlich. Der wollte nicht mehr aus der Höhle raus. Das sind halt so Dinge. Aber heute hat man einige verrückte Dinge. Weißsteinmärkte. Wo kommen wir hier hin? Da irgendwie das Gefühl, wir sind gar nicht dort, wo ich
dachte, wir sind dort. Obwohl, wir sind warm, Schatten. Und wir sind auch bald. Wir könnten hier schlafen, aber das will ich eigentlich nicht. Ich möchte dann... Wir können ja in unserer Gilde dann schlafen, wisst ihr? Brauchen wir hier nicht. Aber ich sag euch, die Robe, die bringt nicht so viel, wie ich gedacht habe. Hier, also vom Frostwiderstand her ist die so gut wie... bringt die gar nichts. Kalasar. So, gehen wir. Wieso gehen eigentlich hier? Da gehen hier rein, da gehen meine Begleiter nicht mit. Ja, ich weiß. So, jetzt müssen wir aber auf dem richtigen Weg nach Einsamkeit sein. Wir müssen wirklich auf dem richtigen Weg nach Einsamkeit sein. Hier sind Gefangene, wie es aussieht. Ach, Talmud-Gefangene, okay. Richtige Schneewehen. Ja, es kann schon sein, wisst ihr? Weil ja da so wie so Schneewehen dort sind, dass da... Aber es ist nicht... Es liegt nicht nur dran. So, das ist Einsamkeit, aber ja, genau. Und unsere Gilde, ne? Jawohl. Ich bete zu Rain. Ach, schaut hin, hier ist auch... Ach nee, das war der, ja, der Laternenreparier. Lydia, what is worse in your mind? An evil chicken or an evil rabbit? Delicate question, to be sure. It's not really a fair comparison, if you ask me. You are right. They are equally terrible, in their own way. If you say so, I think you might be sick. If you saw what I have seen, you would not trust chickens or rabbits either. Believe me. Hey, I am being serious. I may be crazy, but I am not mad. Of course, sweetie. Hey. Never mind. Und schon entschädigt mich das Gespräch für alles, was wir bisher für Problematiken hatten. Nicht schlecht. So, wir kaufen mal noch ein Pferd. Wenn es geht. Für mich, dann hätte man nämlich ein Pferd, dann könnten wir nämlich das nächste Mal mit unseren Pferden reiten. Ich meine, wir können natürlich auch die Kutsche nehmen, so ist nicht. Allerdings wäre es auch mal schön, wenn jeder von uns ein Pferd hätte. Hier sind noch die Ställe, ne? Was haben die für Pferde? Ich glaube, hier wollte ich eigentlich keine, weil die keine schönen Pferde haben, ne? Oder hatte ich hier das Pferd... Bist du der Pferdebesitzer? Ja, bitte. Nee, du bist ein Flüchtling. Okay. Wer ist hier der Pferdebesitzer? Besitzer? Du. Habt ihr in den Ställen etwas zu tun? Ich würde gerne ein Pferd kaufen. Genau das ist mein Geschäft. Was bietet ihr mir? Ich hoffe, ein Tausender. Hört sich gut an.
Es ist das mit dem Sattel. Schön. Wenn ihr unterwegs nach Einsamkeit seid, solltet ihr zwischendurch mal die Aussicht genießen. Es lohnt sich. I think I will call my new steed Artax. It is a nice, strong, honest name. And not too flashy. It suits him. Artax? Das ist ein starker, guter Name. Ich denke, wir haben wirklich eine gute Wahl mit unseren Pferden getroffen. Jeder hat eine andere Farbe und es sieht einfach nur gut aus, wenn wir reiten. Oder recht, unser Kalasardar. So macht das Leben doch um einiges viel mehr Spaß. So, wir stellen unsere Pferde hier hin und hoffen das Beste. Dass die dann auch noch da sind, ne, wenn wir wieder kommen. Alles gut? Also ich denke... dass wir wieder ein bisschen was zum Ausstellen haben. Ach hier, wenn wir schon mal hier sind. Noster's Hill, es wird übrigens heute eine richtige Überlänge, ne? Noster's Hill, da müssen wir noch zurückschauen. Was war hier noch? Ich bin jetzt nicht, den Schattenbogen auf alle Fälle, ne? Und Jaltes Schwert. Was braucht man da? Eisenbahn des Waffenschmieds. Wir haben nur 3. Verdammt. Und ich habe keine mehr hier drin. Ne? Da müssen wir... Die würde ich gerne trotzdem noch... Ich habe hier auf alle Fälle keine mehr. Das würde mich wundern. Yeah. Haben wir zum Eisenriegel haben wir aber noch. Damit können wir auch welche machen. Oh, 8 neue Ausstellungsstücke. Sehr schön. Jaltis Schwert müssen wir noch machen. Lüder, du hast auch keine mehr, ne? Ich bin immer noch da. Zeig mal her. Sag mal, was hast denn du hier gehortet? Hä? Das verkauf ich. Was ist denn du hier gehortet? Ach ja, beschädigte Bücher, genau. Nee, du hast nicht. Okay. Gut. Moment. Something on your mind? Entschuldigung. Jetzt bin ich mal gespannt. Er hat gesagt, er hat einen Süßkuchen gegessen. Der hat tatsächlich einen Süßkuchen gegessen. Oha. Ah, das ist ja cool. Let's go. Der hat den Süß... Lässt du mich mal durch? Inigo? Wisst ihr, Inigo hat nämlich gesagt, hey, ich habe den letzten Süßkuchen gegessen. Und er hat tatsächlich den letzten... Rüstungen von einem Handwerksmann. Anscheinend hab die besten Waffen und Rüstungen. Ah, ich brauche aber... Yes! Yes! Ich glaube Eisenriegel... Oder waren es Eisenstreifen? Wartet mal kurz. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Waffen oder Rüstungen braucht. Ich bin mir nicht... Schmiede macht niemals Pause. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Eisenriegel waren oder Eisenstreifen. Eisenriegel. Okay. Moment. Wanderer wie ihr haben bestimmt viele Ich habe gute Rüstung. Werft nee. Einen Blick drauf. Ja, Eisenriegel nämlich. Alles, was du hast.
Passt auf euch auf. Und tragt immer eure Rüstung. Genau. So, und dann können wir nämlich hier... Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir können sogar Eis... Ach nee, halt. Das ist, das beißt sich wieder in den Schwanz. Ne? Sehr schön, dann haben wir jetzt einiges. Ne? Wirklich einiges. Lydia, renn nicht fort! Oh. So, ich werde jetzt erstmal das ganze Zeugs hier verkaufen. Na, zum Beispiel auch hier. Sieht zwar toll aus. Aber ich verkaufe es erstmal. Damit wir wieder ein bisschen Geld in der Kasse haben, weißt du? Weil wir wollen ja uns ja auch noch Häuser kaufen. Zum Beispiel eins in Weißlauf. Ja, wir wollen repräsentativ mit unserer Gilde überall vertreten sein, ne? Weil ich es gerade sehe. Ich kaufe mal noch das Glas, was die hier hat. Ich weiß nicht, was wir noch brauchen. Das wäre was zum Hinstellen, ne? In unserem Haus. Aber es kostet mir zu viel. Vielleicht finden wir es irgendwo. Ich wollte noch mal schauen nach... Nee. Nach einem Ziegenhorn. Genau. Sehr schön. Angelie. Es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen. Ihr kommt nicht zufällig aus Weißlauf, oder? Ja. Ja, doch, aber warum? Nee, was hast denn du zu verkaufen? Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? Vielleicht komme ich nochmal auf dich zurück. Aber was uns ja aufgefallen ist, stoppt andauernde Gifteffekte. Den kaufe ich mir. Aha. Aber ansonsten hast du nichts. Wir müssen schauen, dass wir nochmal... Ich glaube, den habe ich in unserem Wagen, wenn wir sind, dass wir einen Krankheitsheiltrank uns besorgen. Rezepte hat sie natürlich auch wieder nicht. Klar. Na gut. Gut. Jetzt bin ich gespannt. Ach nee, ich glaube, ich habe alles an... Ja, Entschuldigung. Ich habe alles an Lydia vermacht. Lydia, oder was, an Inigo? Ich glaube, Inigo habe ich es gegeben. Yes, lauter Angst. Gib mir mal... Pooling our resources. Gib mir mal ein paar. Die anderen kannst du erstmal behalten. What's next? Ja, jetzt, ich werde mal wieder ein bisschen werkeln. Inigo, pass auf, damit du es lernst. Damit du was lernst. Schön. Ach, wir hätten gleich zu Noster gehen können. Den vergesse ich doch jedes Mal. Ach, Bruchstein. Ja, der Bruchstein. Der hätte man, ein Stück Bruchstein hätte man natürlich gekriegt, ne? Irgendwann schaffen wir schon mal den Bruchstein. Ja, Bruchstein ist ja jetzt noch kein Problem mehr, ne? Aber okay. Gut, Inigo. Inigo, weißt du, dass du immer hier... Und du gehst, wenn du hier bist... Genau. Dann gehst du einfach nicht weg. Du gehst mir eigentlich immer schön aus dem Weg. Aber wenn du hier stehst, dann nicht. So, wir schauen mal noch, wie... na gut, es kann eigentlich nur eins sein, was jetzt noch dazu kommt. Wenn überhaupt. Hier ist ja auch nichts Neues, ne? Ja, ich weiß nicht, ob man hier das reintun muss. Das ist immer ein bisschen... Manchmal denke ich, der macht das automatisch und manchmal macht das nicht automatisch. Bin mir da echt auch nicht. Doch, ja, perfekt. 83. Ich schau mal, ich weiß nicht, wenn wir hier Noster finden, dann gehe ich davor noch zu Noster.
So, hier müsste jetzt irgendwo sein. Du warst Nosta, oder? Ja. Mögen die Göttlichen euch segnen. Möge der Boden, über den euer Weg euch führt, erzittern. Und ihr mögt es kaum glauben, aber ich habe euren Held gefunden. Seht ihn euch an. Das ist noch echte Nordwertarbeit. Ich will euch einen alten Kniff zeigen, den ich als Kundschafter gelernt habe. Dadurch fällt es dem Feind schwerer, euch auszumachen. Oha, das ist doch etwas. Ein guter Kniff. Noster, hier, nimm noch ein Goldstück. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Mögen die Göttlichen euch nicht erfrieren lassen. Ihr lasst mich jetzt besser allein. Ja, das machen wir. Wir gehen nämlich jetzt zur Gilde rüber. Dann haben wir auch das. Puh, zurück in der Gilde. Es ist wie ein bisschen nach Hause kommen, ne? Wollen wir doch mal da hinten schauen. Warte mal, wir schauen mal kurz. Ich habe schon ein bisschen raussortiert, aber wie viel Geld wir überhaupt noch haben. Oh, das reicht ja für 3 Häuser. Da können wir uns tatsächlich ein Haus in Weißlauf, das Haus könnten wir uns wirklich kaufen. Das werden wir tatsächlich, im Frühling werden wir uns ein Haus in Weißlauf kaufen. Ja, wenn ich mir das Geld so anschaue. Oder, nee, wisst ihr, wofür wir das Geld nehmen? Und wie wir das dann machen? Wir werden die heißen Quellen draußen ausbauen. Ja. Wer hat jetzt die... Hattest du die Bücher? Ich bin direkt hinter euch. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob du die Bücher... Doch, du hattest sie. Ihr geht vor, ich folge. Jetzt muss ich nur noch... I am standing in the home of a hero. Soraya? Yes, my lord. Ich würde dir gerne zeigen, wo wir essen. Sure. Wo essen wir denn? Wir essen oben, glaube ich. Essen wir oben? Ich gebe euch Deckung. Wir essen hier. What do you need, Dragonborn? Dies hier ist der Essbereich. Alright. Wollt ihr euch nichts anziehen? I'm not sure that it's news, but lately it seems like every blacksmith in Skyrim is out to prove that he's the equal of Yorland Greymane. Sie ist sehr, sehr leicht bekleidet, aber ich meine, okay, haben wir ein bisschen was für den Blick von. Latoya? How is the day treating you? Warte, 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 geh nicht runter. Happy hunting. So gut. So jetzt. Nein, geh. Ich habe ein paar Bücher für euch. Ah, excellent. Let's see what you have found. Ah, good, good. It will take some time to decipher these. Come back tomorrow and Latoria will let you know what she has found out. Ja, in der Zeit, ne? In der Zeit, Latoria. Wonderful day, is it not? Ist es, aber habe ich Arbeit. What do you want? Auf geht's. Of course, Guildmaster. Ich find's immer schön, wenn du Guildmeister sagst. Smelty iron, temper steel, hammer well, the day is long. For the ancient war ideal, keep our soldiers safe and strong. Mhm. So, auf geht's, Patero. Good day. Mhm. Los. Alright then. Ausgrabung.
auf. Wo ist denn unser Freund? Wo ist denn eigentlich unser Professor? Ich nenne ihn mal so. Den habe ich schon das letzte Mal nicht mehr gesehen, unseren Professor. Zumindest in ihrer Trommel wieder. Okay. Könnte das der Professor sein? What time is it? I haven't seen the sky all day. Ja, pass auf, Arbeit. Yes? What is it? Ausgraben und Geld besorgen. Fantastic then. Ich will mir noch ganz viele Häuser kaufen. So, jetzt wollen wir hier schauen kurz. Oh! Neuer! Oh! Warte mal, 18 Dwemer-Fragmente und ein Dwemer-Schlüsselfragment. Moment. Oh, wir haben 17. Ist ja nicht zu glauben. Warte mal, konnten wir das nicht irgendwie umwandeln? Oder was umgekehrt? 20 braucht man da? 15! So eine Reliefschnitzerei wäre. Massive Bronzetafel. Mhm. Was haben wir hier? 20. Komm, wir nehmen einfach mal. Wir nehmen einfach mal alles raus hier. Und schauen mal, was wir können. Was wollen wir? Wollen wir uns so ein Totem picken? Das hat man doch noch nicht. Das würde mich wundern. Ich finde es total schön. Und? Hier noch? So einen uralten Nordgraben-Schrein? Der ist super. Schaut hin. Das sieht aus wie vor der Tür im Himmelsruhendingsbumster. Der ist 2000 wert. Alles. Dann machen wir noch die Reliefschnitzerei. Was soll's? Obwohl, wir hätten lieber das Dwemer-Gerät. Ne? Rest wieder hier rein, ne? Gut. Haben wir auch das? Und was kann man noch? Hi there. Auf Arbeit bitte. Something you need. Auf Arbeit. Alright. Danke und tschüss. Haben wir noch irgendwas? Achso, ja, die beschädigten Bücher wieder hier rein. Ist in Ordnung. Ach ja, und hier die, genau, das machen wir auch gleich. Gut. So, was haben wir hier eigentlich jetzt noch? Not-Spezialisierung. Feuerresistenz. Wäre eine Idee. Ne? Hier sind aber hier sieht man besser, was wir schon haben und was wir noch brauchen. Sieht man viel besser, finde ich. Schrottsammler, ja. Einschließlich möglicher Fragmente. Ne? Nee, aber trotzdem erstmal nicht. Falmer. Ne, wir gehen mal auf einen anderen. Auf den Akademiebaum? Das sind wir jetzt, ne? Nee, sind wir nicht. Oder doch, sind wir. Ugh. I'll need to bathe thoroughly to get this stench off. Machen wir mal den Expeditionsbaum. Da hätten wir... Pack es ein. Erhöhe die Tragekapazität. Nee, brauchen wir auch erstmal nicht. Was ist denn eigentlich hier oben noch? Wissen wir das schon? Ach, pack es ein auch. Okay. Ne, wir schauen mal noch... Hier nochmal den Ausgrabungszweig, weil irgendwie passt mit unserer Ausgrabung zurzeit nicht richtig. Ja, eigentlich schon. Aha. Okay, wir machen mal die Ausgräberei, weil irgendwie... Okay, ich habe keinen mehr übrig. Ist gut. Ist gut. Zieh dir doch mal was an, Soraya. A gypsy rover.
aber sie singt schon wieder. Aber vielleicht zieht sie sich um beim Umziehen, vielleicht zieht sie sich um und dass er gleich ihr versteht. Was kommt eigentlich hier unten her? Wo kommt denn eigentlich die Tasche hin? Die bodenlose. Oh, sie hat sich umgezogen. Immerhin. Schön. So, dann haben wir hier eigentlich alles gemacht. Dann würde ich noch als allerletztes meine Dinge ausstellen im Museum und noch das Gemälde. Und das wäre dann das allerletzte, was ich heute noch mache. Wir haben eine totale Überlänge. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Soraya. Wir haben keine Zeit. Leider. So, wo platzieren wir unser nächstes expressionistisches Gemälde hin? Als letztes? Hier hin, ne? Oh! Wir haben ein anderes Gemälde. Wer verrückt? Sieht ja richtig gut aus. Dann kriegen wir ja noch richtig schöne Gemälde. Sieht aber eher aus wie ein Schweizer Ort. Okay, ich habe nichts dagegen. Bisschen was anderes als moderne Kunst ist auch nicht so schlecht. Dann war das schon immer hier. Urriesen. Die Abgeschworenen, ja. Ja. Brauchen wir vielleicht noch mehr Zeugs von den Abgeschworenen hier, ne? Jetzt waren wir einmal drüben bei den Abgeschworenen. Ich habe ja nicht so viel mitgebracht. Ja, wenn man immer wüsste, ne? Was man genau braucht. Das sind bestimmt hier Falme, ne? Interesting. Aber schön, irgendwie. Okay, aber jetzt ist wirklich Schluss. So, Kalessa, jetzt haben wir aber, diesmal haben wir genug gemacht, ne? Mal schauen, dass wir dem Geist sein Schwert. Jetzt bin ich gespannt, ob die Queste trotzdem abzuschließen geht, ne? Ich hoff's. Ich sag ciao, ciao.